Das Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. She got me going. Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyd. Kleine Vorwarnung heute für alle Zuschauer, die noch nicht so oft reingeguckt haben. Normalerweise das Ganze hier auf Hochdeutsch. Heute wird es sehr fränkisch. Und wir haben einen fränkischen Digitalverweigerer, würde ich jetzt mal sagen, heute da. Ja, also der wollte nicht digital zugeschaltet werden wie normal, sondern live, vor Ort. Und auch das bekommen wir hin. Heute zu Gast Sven Bach. Servus. Du kommst direkt aus dem Homeoffice, oder? Ja, logisch. Und gleich jetzt wieder vor den Rechner. Direkt, ja, na logisch. Ich kann es aber jetzt zeitlich nicht anrechnen lassen vom Arbeitgeber her. Hast ausgestemmt? Ausgestemmt. Aber jetzt, wenn du digital nicht magst, aber da haben ja auch nicht wahrscheinlich jetzt mit Fax und Brieftaube hockst. Ja. Warum dann nicht digital? Ich kann es ja nicht sagen. Ich habe da zwei linke Hände und 10 Daumen. Ich bin da einfach, ich bin da der dümmste anzunehmende User. Ja. Und wenn es dann wirklich losgeht, dann geht wieder. Ich habe auch nur Leitung, die kommt, glaube ich, zu Fuß. Also das ist nur ganz kleine. Wie? Ernsthaft? Ja, frage mich jetzt nicht, wie viel in welchen Maßeinheiten. Ist das noch das Ding, das so so Faxmodem von früher? Das andere also, haben es vierfache und verdoppeln jetzt. Ist mir wurscht. Und ich sag mal halt, never change a running system, wie der Frank gesagt. Wenn es left, left, lass wir laufen. Weil ich habe auch die technische Aura, dass bei mir alles halt nicht geht. Weil du es gerade ansprichst, ne? Sven hat gesagt, ich komme zu dir. Ich habe gesagt, alles klar, kommst zu mir. Es ist alles anders als sonst. Jetzt habe ich, Achtung, pass mal auf, schau mal nein, die Kamera, jetzt habe ich die extra. Doch! Eine Kamera aufbaut. Ne? Ah. Also ich habe aber auch so eine technische Aura, dass ich heute unter dem Rechner, der da hinten steht, circa 2 Stunden bin ich da rumgegrabbelt, um eben diese Kamera, wo ich quasi jetzt da rein fuddeln könnte, das nahe zu bringen. Ne? Ja. Aber schau mal, so halme über die Kamera, merkst du das? Ja. Vielleicht schiebe ich die doch ein wenig zum Rüber. Schiebst du mal, aber das sieht man hinten, dass das ein Greenscreen ist. Ach so. Wir sitzen nämlich nicht vor der Wand. Nein, hinter uns ist der Hauptbahnhof von Schwabach. Auf Gleis 3 bitte einsteigen nach Zandorf. Herr Sven Bach, bitte. Es ist alles genau. Lug und Trug. Es ist Lug und Trug. Sag mal, also du kommst von daheim, arbeitest eigentlich bei der großen Firma, die Helmi und alles Mögliche herstellen, namens Uwex. Ja. Yeah. Aber na, du bist schon eigentlich Komödiant, oder? Also was bist du jetzt eigentlich? Oder ist es der Sicherheitsjob oder was ist denn das? Na, Geschäft ist Geschäft. Das ist mal das eine und Hobby ist Hobby. Also für mich ist ein Hobby, klar, für das Finanzamt ist es ein Nebenberuf mittlerweile. Ja, aber klar ist es immer geneigt zu sagen, das mache ich bloß das, was mir Spaß macht. Aber ich bin ja dann auch nur wegen so ein Sicherheitsmensch. Ja, kenne ich. Es ist die gleichen Leute, die gesagt haben vor Corona, ey, bist du blöd, mach alles hauptberuflich, magst du nur wegen mehr, magst du mal ein wenig Werbung selber, gehst du mal auf Bühnen zu. Was lass mich an, die sind jetzt froh, sagen, oh, ein Glück, dass du noch was anderes hast. Das waren die Ersten, die gesagt haben, du hast ja gut, du hast ja nur Erben. Ne? Ja, aber ja, klar, es ist auch eine zeitliche, es ist Belastung, will ich auch nicht sagen. Es ist eine Sache der Organisation, dass man sie einfach strukturiert. Machst du Vollzeit? Ja. Also Vollzeit in der Firma und dann aber noch Vollgas. Genau, und nebenher. Das ohne Agentur auch noch selber, wo ja manche die Agentur manches erledigen lassen. Ja, wobei, ne, jetzt müssen wir mal schauen, ganz kurz, warte mal, wir kriegen das technisch heute auch hin. Wir haben das technisch voll drauf, bei sei Homepage. Ne? Ihr müsst mal schauen, schaut mal unter svenbach.de. Ja. Das machst du auch alles selber, quasi deine ganzen Auftritte also, hier, ne, die Bildler. Das ist jetzt von der fränkischen Weinprobe. Ja, genau. In der Zeit, da reden wir heute auch jetzt gleich noch drüber, aber das fütterst du dann quasi auch selber. Also da die Bildler, da schau hin auf der Bühne mit dem Fränkischen. Ja, so arg viel wechselt sich auf der Homepage nicht. Am ehesten in der Rubrik Termine, das ist schon immer so, immer schon aktuell sei. Ja. Aber ja, das
Stricken lassen habe ich es natürlich, ne? Aber jetzt soll oh, schau hin, breit ist er. Ja, ja. Leck ist der breite. Lass mich mal drehen. Ja, wie viel Auftritte hast du? Ungefähr? Ach, willst du jetzt von vor Corona oder jetzt? Allmächtig, naja, vor Corona natürlich. Also vor ja, Corona. Warte mal, das ist interessant. Vor Corona, machen wir vor Corona. Nach Corona habe ich es jetzt nicht erzählt. Dann frage ich das nicht. Ja, vor Corona, das waren irgendwo zwischen 50, 60, mal 80, lass einmal 90 gewesen sein. Also es kommt ja immer darauf an, wie man es wertet. Ne? Das ist jetzt eine hohe Zahl, aber mal hast du zwei oder drei Prunksitzungen an einem Abend. Ja. Wenn du jetzt da drei Strichler machst. Ja, gut. Und im Gegenzug bist du dann in der Komödie in Fürth oder in Schwabach in der Galerie Gaswerk zum Kabarettabend und das ist auch bloß ein Strichler. Ja, man muss es ein wenig werden, aber wichtig ist, dass es Spaß macht und du fängst immer wieder bei Null an. Ne? Auf jeden Fall, aber was heißt bei Null anfangen? Ich meine, Corona, müssen wir nicht drüber reden, war gar nichts, war wahrscheinlich auch für dich ja glücklich, ja, dass du in der Firma warst, gleichzeitig scheiße, weil halt nicht auf der Bühne, gibt glaube ich schon genau. Power auch. Ne? Also jede Anstrengung auf der Bühne ist aber auch gleichzeitig wieder auftanken. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe jetzt das nicht gemeint mit null anfangen nach Corona, sondern bei jedem Abend, ob das jetzt irgendwo eine private Feier ist oder ob das eine kleine Feier ist, eine Firma mit 20 Leuten oder irgendein Saal mit 150 oder 1000 oder was, du kannst nichts schauen. Schaust immer, wie die, also die sind ja auch anders drauf. Also jedes Publikum bei einer Firmenfeier ist anders drauf, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben, als die sagen, alles klar, sind wir wieder in der Galerie Gaswerk in Schwabach, da wissen wir, was wir haben. Ja. Ich hab einen Sven vor kurzem erlebt und da hat, also ganz ehrlich, Vorsitzende kam und sagt, Sven, magst du nicht auch einmal schnell was machen auf der Bühne? Also das heißt, du warst wirklich nicht vorbereitet, ne? Ich wusste nicht, wir haben nichts abgesprochen. Der Kerl stellt sich auf die Bühne und macht da eine Viertelstunde Programm. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Und zwar war das eine Mischung meiner Meinung nach irgendwie aus so ein bisschen Programmelement, aber auch gleichzeitig hochpersönlich und spontan, also auch auf uns abgestimmt, auf die Leute, die da waren. Musst ja wegen die Leute abholen, da wo sie sind und wo sie herkommen. Ja, aber wie geht das? Wie? Also Pädagogen musst du schon wegen, es ist ja schon, bist du ja selber dann so, ne? Spezielles Völkle. Bei Pädagogen ist es das höchste Gut, wenn du die Aufmerksamkeit erlangst, sagen wir mal so. Ja. Es hat keiner geschwätzt. Also nein, muss man auch dazu sagen, wir haben keiner geschwätzt. Ja, wegen Angst haben sie mittlerweile dann schon vor meiner Spontanität. Schon, ja weil das wird dann sehr persönlich zum Teil, aber im Sinne von positiv. Weil du hast die Gabe, finde ich, Leute schnell zu durchschauen ist vielleicht jetzt zu hoch gegriffen, aber dann doch so Eigenheiten sofort zu sehen und die aber auch dann gleich irgendwie mit einzubauen. Das macht ja Spaß, ne? Wenn du da spontan sein kannst und wenn vielleicht ein wenig was kommt und wenn du auf die Leute ein wenig eingehen kannst und das musst du ja auch. Brauchst du jetzt im Seniorenheim brauchst du jetzt nichts über Digitalisierung dazu. Oder wenn du jetzt irgendein viele Jugendliche vor dir hast, da brauchst du jetzt nichts über die Beschwernisse vom Bandscheibenvorfall dazu. Ne? Das ist ganz nett. Ähnlich ist es natürlich dialektisch, weil die Leute oft sagen, wo bist du denn überall unterwegs? Ja. Ich hauptsächlich natürlich, Mittelfranken, 50, 60, 70 Kilometer rund um Nürnberg. Wenn ich jetzt in Unterfranken bin, verstehen die mich auch. Aber das Selbstfinden vom Oh, Do, Wo, No, das hört ja in Neustadt Aischau auf. Und das ist eher die Schwierigkeit. Man hört der Michel, der Müllers Michel, den ich ja sehr schätze, mein Freund, wenn der in Nürnberg was erzählt, dass die Unerfranken hin immer weglassen. Denn, dann sagt der Nürnberger, das stimmt. Aber er schmeißt jetzt nicht innerlich so weg, weil er sich selber irgendwo in seinem Garten stehsicht und mit der Nachbarin reden und der Satz ist bloß nur halb so lang. Ja. Und das muss man halt ein wenig rauskitzeln aus den Leuten. Und das macht es auch aus. Und gerade bei Firmenfest, jetzt waren die Weihnachtsfeiern jetzt zuletzt, mir, auch wenn das natürlich länger zu sehen sein wird. Ja, aber alles gut. Irgendwann kommt Weihnachten. Anfang Januar eigentlich. Ja. Ne? Weihnachten 2022, da reden wir jetzt drüber. Ja. Wenn Sie das 2027 sehen, ist das immer noch gut. Ist das andere Weihnachten. Genau. Und da sage ich immer, Betriebs- und Firmenweihnachtsfeiern laufen bei manchen Besuchern nach dem Motto ab, wann ist es nicht mehr unhöflich, schon heimzugehen? Und die muss halt irgendwer ein wenig fangen, dass die am
nächsten Doch in der Arbeit auch noch vielleicht ein wenig drüber reden oder vielleicht haben sie sogar das eine oder andere gemerkt und das macht sie dann aus. Du hast ja schon auch oftmals Hochdeutsche oder anderssprachig Nicht-Fränkische da. Und ich weiß, du bist des Nicht-Fränkischen, des Hochdeutschens mächtig mit leichten Akzent. Ja. Wie gehst du mit denen um? Also ich meine, du hast ja auch oftmals komödiantische Programme. Was ist denn? Ich finde es immer schwierig einzuordnen. Ja, also Comedy sage ich nicht gern, weil ich sage auch nicht Comedian, weil warum soll man was Fränkisches, Englisch aussprechen? Richtig. Dann eher noch Komödiant. Am liebsten ist mir Mundart-Kabarettist, wobei dann auch wieder diskutiert wird, was ist ein Kabarettist oder nicht. Und man kann auch alles totreden. Man kann es auch hier machen. Ja. Also Mundart-Kabarettist. Nee, aber es funktioniert schon. Es funktioniert auch mit einem Publikum, wo vor auswärts kommt. Aber es ist auch ein wenig so, hatte eine Feier unter anderem letztes Jahr. Die Firma kam aus Heidelberg. Ja. Die Gäste, und dann hatten sie noch eine Filiale in Sachsen, Zwickau, glaube ich, oder so. Und es war natürlich dann schon ein wenig spaßig. Ich habe zu denen gesagt, ich bin im Moment in der Situation, wie wenn man zum Litbarski früher gesagt hätte, du darfst rennen, aber nicht schwanzen. Das ist gehemmt. Ja, manche Pointenfunzen natürlich auch nicht, die muss dann umgehen, weil die braucht den Dialekt. Ne? Ja, und vor allen Dingen, da kommst du wahrscheinlich normalerweise, du rechnest, ich meine, das Programm läuft häufig, du kommst an Punkte, wo du weißt, da lacht eigentlich das Publikum und wahrscheinlich bei so einem Publikum kommst, wenn dann verzögert. Oder du musst halt vorher erklärend helfen, ne? Du musst halt ein paar Treppler einbauen. Spannend. Spontan bist du, das weiß ich. Hast du spontan dein Quetschen da? Quetschen habe ich dabei. Magst du mal spontan was uns kredenzen? Mach ich. Also wir haben Platzverhältnisse, schaffen wir für dich. Schaffen wir auf jeden Fall. Nicht. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Welches magst du denn hören? Naja, wenn wir beim Fränkischen schon sind. Der allerschönste Dialekt. Kannst du die wirklich ernsthaft alle komplett, ich könnte jetzt sagen, was ich will und du kannst alle auswendig? Naja, ich kann nicht alle Lieder, die existieren, auswendig. Naja, aber die kann ich auswendig. Ja. Weil das ist schon ein wenig so eine Ehrensache, wo ich sage, zum einen hilft es natürlich auch, du kannst mit dem Publikum wenn interagieren, du kannst ein wenig schauen, du kannst die Leute anschauen, wenn es jetzt nicht an deinem Text haftest. Wenn du einen Notenständer vor dir hast, mit einem Text drauf, ne? Ja, genau, das ist schon die erste Hürde zum Publikum. Ja. Und das, was ich singe ich auswendig. Ich bin schwer beeindruckt, weil das ist, also ne, ich selber mache ein bisschen Musik, aber ich habe immer diesen Notenständer, nicht ganz hier oben, aber ich kann es nicht. Aber du hast natürlich du spielst es häufig, das ist schon ein Wahnsinn. Ist das übrigens auch die mit dem fränkischen Logo? Warte mal, das kriegen wir hin, das kriegen wir in die Kamera rein. Achtung, wo ist das hier? Lass es hoch. Ich falle gleich aus dem Bild. Da sind wir Franken. Aha. Fränkisch ist doch der allerschönste Dialekt. Sven Bach live. Wahnsinn, haben wir noch nie gehabt. Aber jetzt. Wenn von Gostenhof der Gerechler zusammenkratzt seine Rentenmärchler und noch welcher gestutzter Hund zum Dietznei lacht. Und ein Reikapfer sei Liesler, ein schönes Hiesler und ein Bliesler, mit so schönen weißen Spitzen oben drauf. Seid ne Hämmerdler und ein Regler, Stiefeler mit hohen Steckler, dass das Madler ausschaut, grad als Mäts am Schleck. So wie ich mit meiner Kleine, so versteht's für wirklich keiner, ist das nicht der schönste Dialekt. So wie ich mit meiner Kleine, so versteht's für wirklich keiner, ist das nicht der schönste Dialekt. Ja, dann fährst du auch noch. Gehen wir da. Oder machen wir zwei. Wenn sie streiten, zwei dünne Rahmen, Brunker, Dunkel, liebst der Drama, das für den zwei, weil keiner zu viel tut. Jetzt soll ich wieder da noch und du schaust von oben bloß rot an. Himmel, Herrgott, kriege ich da einen Fetzen Wut. Da doch du was rote Bruder, bist schon so ein stinkfaules Lode, meinst vielleicht, dass an die Erbe da noch schmeckt.
Wenn's daheim von Not kein Braut haust, an dem Kupfer wohnt Blut rot haust, ist das nicht reihe schönste Dialekt. Wenn's daheim von Not kein Braut haust, an dem Kupfer wohnt Blut rot haust, ist das nicht reihe schönste Dialekt. Der Kiefer vorne lassen. Wir machen Untertitel. Ja. Aber jetzt kommt nur ein schöner Vers. Hau der Frau auf ihre Ärmle, so zum Federn ihr Glanzwärmle. Trink ein Mächerle, mein Baggerle, geht so. Oder magst vielleicht ein Dele, oder lieber ein Kaffeele. Doch der Klar, der schreit und gibt halt gar keinen Ruh. Geht so, gib mir ein Ei, Eile, kriegst du Löffel voll Breile. Oder was geschlägerig sind, dein Goschelchen einsteckt. Gell, der Schnuller, gell, der schmeckt, oh, du bangerst, du Verreckte, ist das nicht reihe schönste Dialekt. Gell, der Schnuller, gell, der schmeckt, oh, du bangerst, du Verreckte, ist das nicht reihe schönste Dialekt. Ein Traum. Ja, wie kommst du da auf dein Geschmarri? Was ja gar kein Geschmarri ist oftmals, das muss man auch dazu sagen. Ne? Meinst du jetzt die Lieder oder das Kabarettistische? Eigentlich querbeet, weil du schreibst ja auch. Ich bin ein Schluck da. Magst du Dehler oder ein Kaffeeler? Dehler. Da war's schon. Ne? Naja, du schreibst der Gedichtler, du schreibst Mundart, du machst Übersetzungen nach dem Liedler, ein Ferschler da. Wie kommst du drauf? Ist es das Zeug, das dir begegnet, was eh schon gibt, was du vielleicht umtextest? Ja, alles möglich? Kommt der klassische Spruch. Ah, ja. Die Leute aufs Maul geschaut. Nein. Ah. Genau. Da bricht gerade einer zusammen da drin. ich muss ein wenig ausholen. Also meine musikalischen oder künstlerischen Wurzeln als Kind, die liegen in der traditionellen fränkischen Volksmusik. Da war ich lange tätig, habe ich Musik gemacht, habe ich Liedler gesungen, habe ich auch durch so Heimatabende geführt, wo es sich ergeben hat, dass man auch vielleicht einmal das Ganze mit einem Mundartgedichtler garniert, was ich dann selber geschrieben habe. Und dann war ich also ein gedichtlerschreibender Musikant. Und danach hat man diese Gedichtler einmal ein bisschen anmoderiert, durch irgendwelche Pointen noch irgendwelche Geschichten drumherum gebastelt. Und dann warst du plötzlich mehr vielleicht Kabarettist oder Komiker oder wie man. Also hat sich so hat sich das entwickelt quasi. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Und ich bin jetzt auch keiner, der daheim sich hier hockt und sich denkt, ich schreibe ein neues Programm. Okay. Ja. Ich habe mehr, wenn es jetzt das Thema fällt ja irgendwas ein zum Schwimmbad. Und dann warst du aber nur zwei, drei andere Sachen und dann hängst du das halt einmal zusammen. Und dann fällt dir irgendwo was Weiteres ein. Und es geht aber bei mir tatsächlich über Termine. Erst also der über Text genau. Und dann das Lied? Oder? Naja, das jetzt einmal weg von den Liedern. Nur die Texte, ja. Und dann ist es so wie so ein statisches Drum, wo im Wohnzimmer steht und den Staub anzeigt. Dann hast du da drei Pointen und dann kommt nur ein Viertel und dann fällt dir irgendwas ein. Und irgendwann wächst das organisch während zusammen. Während Auftreten, ne, fällt dir dann noch was ein. Und dann denkst du, es passt dann zusammen. Und so hast und dann das irgendwann du einmal einen Block beieinander. Dass du dann sagst, beim Auftritt und das musst du dann, weil du gesagt hast, das kommt mit den Terminen. Es gibt ja kein richtig und kein falsch. Wenn du was vergisst, machst du das halt am nächsten Tag wieder. Es gibt auch manche Sachen, wo die Leute mir erzählen, so, das ist voll lustig, da habe ich immer gelacht. Und du denkst, das habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Ja, stimmt eigentlich, das könnt ihr mal wieder machen. Bei den Liedern ist es anders. Ne? Bei den Liedern ist es ja so, dass halt, die sind entweder traditionell und überliefert, wie ich schon gesagt habe, wo es herkommen, oder auf dieser Basis dann von mir textlich ein wenig verändert oder ein bisschen bearbeitet, oder halt auf meinem eigenen Mist gewachsen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann mir ein paar Texte zusammenschreibe. Man hat natürlich daheim ein wenig seine Pointensammlung, wenn da was einfällt, du kannst ja nicht alles unmittelbar brauchen. Siehst du die dann auch dementsprechend, also ist da irgendwie so Hirn, ich meine, du bist der Digitaltyp nicht, sondern der Analogtyp, ist das so ein Schubladler da oben, das dann aufgeht rasend schnell und du kannst halt kategorisiert dann drauf reagieren, wenn sowas kommt im Publikum oder aus dem Publikum? Ja, gut, Spontanität will gut geplant sein. Guter Spruch, mein Spruch im Seminar. Ja, man hat schon so seine Sprüche auf viele Situationen. Wenn jetzt ein Handy schellt im Publikum oder was, wie reagierst du da drauf? Mhm. Ja? Da hast du zwei, drei Pointen. Wenn irgendeiner schwätzt und halt nicht aufpasst, dass du den erst einmal wegen
ja, liebevoll darauf hinweist, den imaginären Scheinwerfer auf diese Person oder auf diesen Tisch legst, dass die dann sich ein wenig beobachtet fühlen, da hat man schon so seine Sprüchler. Aber alles andere, ja, hat man ja genug Repertoire und das muss einem dann bloß zum richtigen Zeitpunkt einfach, ne? Gehst du nach dem Auftritt raus und überlegst dir, Mensch, das hat gut funktioniert, das markieren wir mal. Und also so, dass man sagt, wirklich, man reagiert auf die Lacher, weil man es erst ja oftmals, wenn du neue Sachen schreibst, auch erstmal ausprobieren musst, was funktioniert, wie funktioniert es? Oder hast du da schon einfach meistens das, wie es geplant ist, so funktioniert es dann auch? Das mag jetzt arrogant klingen. Hopp, lass rauskommen. Nein, aber ich bilde mir ein, ich weiß daheim, was funktioniert. Okay. Langjährige Erfahrung, die wirklich dann ich brauche jetzt, sich auszahlt. Natürlich hast du zwei, drei Leute in deinem Umfeld, wo du mal irgendwas erzählst, aber du testest das ja schon vorher mal aus im Freundeskreis. Und andersrum kann es schon passieren, dass Bäume, wo überall funzt, dass du plötzlich eine Veranstaltung hast und die schaue dir an wie der Oxas Feicherler und da hat es halt nicht funktioniert. Anders hast du mal ein Publikum, die finden Bäume, da hast du gar keine eingebaut. Ah, schau, witzig. Genau. Okay. Ja, also, ist so ein Zwischending. Das eine ist halt echt Florett, ja? Und das andere ist halt dann die grobe Machete, wo du halt dann durch musst, ne? Bockbieranstich, grobe Machete, alles Mögliche, über Alkohol, Psuffen haben kommen, Mann, Frau, Polizeikontrolle, brauchst du jetzt nicht, ist Florett. Beispiel ist in so einem Arzt-Doktors-Blog ist eine Geschichte drin, wo ich erzähle, dass die Leute im Badezimmer hocken und ich war die Wochen davor schon da und da hocken die gleichen drin wie die Wochen davor, aber eine fehlt. Und dann sagt die, es sind so ein Frauenkreis und dann sagt die eine Frau zur anderen, du, wo ist denn die Hermine heute? Und dann sagt die, na, die wird doch nichts home. Beim Doktor im Wartezimmer. Und da, wenn du halt ein Publikum hast, wo jetzt auch Florett fechtet, die sind da voll dabei. Ne? Da, feinfühlig. Ich hatte schon welche, die sind da konntest dann Zwischenapplaus und Ding und was weiß ich, Gehole, Gegröle. Und andere hast halt, da bringst du das Ding, da wie wenn du das nicht gesagt hast, dann machst halt weiter. Das merkst du schon. Aber das nimmst du dann schon auch wahr und reagierst du drauf? Oder? Ich meine, Nachschieben ist ja sowas blöd. Nachschieben brauchst du nicht. Wenn es nicht ist, dann ziehst du halt weiter. Kommt ja noch was anderes. Also das nicht, aber darum merkt man es. Aber ich brauche jetzt nicht einen Auftritt vor 100 Leuten, um zu wissen, ob das passiert, was ich mir hoffe oder nicht. Das weiß ich in aller Regel vorher. Spannend ist, ob es dann bei dem Publikum ankommt. Ja, du hast ja gesagt, man muss jedes Mal neu anfangen, bei null wieder anfangen. Ich habe jetzt alles vorbereitet für dich, gell? Es ist ja nicht so, dass ich da völlig unvorbereitet auf dich loskomme. Aber ich kann es nicht auswendig. Ich brauch einen Zettel. Text. Ne? Jetzt pass mal auf. Ja, du liest jetzt nicht mit. Ja, schau dir rein. Du kannst den Zeil ja auf mich. Ich finde es ja schon gut, er kann ohne Brille noch das lesen, oder es ist halt die passende Entfernung, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich bin gelasert. Bist ja so. Also genieß es mal. Es mag den Computer nicht der Herr Svenbach, klick, klack. Er zeigt lieber Mundart auf Bühnen bei Nacht, echt wahr. Er dichtet und schreibet und spielet und singt, da lachen nicht nur Franken, so seltsam es klingt. Der Bach. Zweite Zeile, das geben wir uns an, oder? Der Söder, der gab ihm ne Anstecknadel, klipp, klapp, du liest ja doch mit. In Tradition und Sozial zeigt er Engagement, ja, ja. Er ist zwar bei Uwex, weil er bei Monsai, doch gegen große TV-Shows hält er zu wenden nix ein. Das ist ganz schön unruhig. Der Bach. Ich weiß schon, warum warum ich moderiere und nicht Gitarre. Und ablese auch noch dazu. Steckt Wahrheit drinnen? Also die Anstecknadel, die musst du mal, warte mal kurz, die haben wir sogar da, die Anstecknadel. Jetzt schauen wir mal schnell, wo ich die Anstecknadel, ob ich die schnell finde für dich. Da ist sie. Schau, da haben wir sie. Auszeichnungen 2021, Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten. Man merkt, für alle Videocast-Zuschauer, die nicht nur hören, sondern auch sehen,
Da war noch Abstandsregelung. Ah, Wahnsinn. Und ganz ehrlich, das ist ein Ehrenzeichen. Nicht nur für Mundart, sozusagen ja, Geschichten, wo man sagt, du erhältst die Mundart und den fränkischen Dialekt, sondern auch, da ist ein soziales Engagement dabei. Erzähl ein bisschen darüber. Ja, Mundart wäre dann mehr so Dialektpreis oder was. Bin ja natürlich auch empfänglich, wenn da mal loskommt. Ne? Aber alles, ab jetzt, immer. Immer geht. Ja, hallo, völlig unterbewertet. Ja. Kann ja nicht sein. Ja, nee, das ist auch, ich habe, das wissen eigentlich nicht mehr viele, ich habe über 20 Jahre fränkische Singabende gemacht mit fränkischen Liedern. Ich habe, ja, natürlich ist man auch wegen sozial engagiert, dann für Veranstaltungen, ja, wo man entweder gefragt wird, ob man mitwirkt oder wo man dann auch selber macht. Zum Beispiel das Krippenspiel alle 3 Jahre in Schwabach. Ja, bewegtes Krippenspiel, ich habe es wieder verpasst. Es ist ja 23. ist es immer und ich verpasse es ja jedes alle Mal. Alle drei Jahre. Also jetzt dann 2025 wieder die Möglichkeit. Jetzt schon mal ankreuzen, weil ja, ich 23. Dezember. Lebendes Krippenspiel, genau. Ja, genau. Also ich habe eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die ist in meinem Weihnachtsbuch mit drin und dann halt die noch ein wenig ergänzt für Schwabacher Lokalkolorit und lese die dann dort und parallel wird sie dann vor rund 25 Leute so pantomimisch dargestellt. Mit dem lebenden Jesuskind auch ein bisschen überdimensioniert meist. Das Jesuskind hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber es ist nicht blasphemistisch, aber es ist schon ein wenig mit einem Augenzwinkern und lustig. Weil wir gerade bei so Blasphemie sind und solchen Geschichten, das ist ein heikles Thema, weil auch in traditionellen Liedern sind ja oft einmal nicht mehr gendergerechte Sprache und so Zeug drin. Hast du da noch, Gott sei Dank, vielleicht eine gewisse Freiheit, dass solche Texte halt so sind, wie sie sind und auch so ein paar Stereotype, die man vielleicht heute nicht mehr machen soll, darf, kann, will? In den letzten Abenden, wo ich gehabt habe, Kabarettabenden, bin ich nach wie gesagt, also bloß, dass ans klar ist, ich gender nicht. Das war schon der erste Applaus. Ja. Also man sieht eigentlich, es ist im Volk drin. Es will keiner eine Verunstaltung der Sprache. Die Sprache ist ja sowieso, ist schon immer, ja, kann man wieder sagen, ist ja schon immer verändert worden. Ja, aber nicht künstlich. Nicht künstlich, genau. Weder Handwerker auf dem alten Fuhrwerk irgendwo mal gekommen ist und Französisch au revoir oder wie man es auch so sagt, ja, dann haben wir halt unseren Bojamba, Parapluie, Trottoir, Portemonnaie und so weiter, das Chaiselong, das haben wir aus das dieser Frankonisierung. Halt genau. Mit dem Englischen ist es eh schon viel mehr, weil es halt viel mehr Medien, Fernsehen, Internet, Computer, was weiß ich, Radio, LP, CD, das hat es ja alles vorher da bei der Frankonisierung noch nicht gegeben, da ist eh schon viel mehr reingeschwappt. Und da ist es eh schwieriger. Ich habe kein Problem, das Wort Handy zu benutzen, weil das hat es halt vorher noch nicht gegeben. Und auch wenn wir wissen, dass Handy in England oder in Amerika ganz eine andere Thematik ist. Warum heißt es da Mobile? Okay. Aber egal. Genau. Aber ich muss jetzt nicht mit aller Gewalt mein Mobil durch die Welt zu tragendes Handtelefon sagen. Das mache ich nicht. Weil das hat es halt vorher nicht gegeben, dann hast du es halt so. Ich kriege aber schon innerlich ein wenig einen panischen Anfall, wenn auch manche Sender, die sich die Tradition auf die Letter geschrieben haben, wenn die plötzlich sagen, hier haben wir 2 Lieder und sie können jetzt voten. Sorry ist auch Englisch, ne? Aber sonst verstehen sie es ja nicht. Wenn man das spricht, dann passt es. Da fällt mir 99 Pfennig auf den Markt, weil das ist halt ein Wählen, ein Abstimmen. Ja. Aber kein Voten. Und da fällt es mir dann schon ein wenig. Und das finde ich schon nicht so prickelnd. Ich versuche das gar nicht erst. Ich rede, wie ich rede. Und ich versuche auch, oder ich gender eh nicht. Und wenn sich irgendwelche Minderheiten diskriminiert fühlen durch mich, jederlich sein Messladen selber. Ja. Ich bilde mir ein, kein ordinäres Programm zu machen. Es wird mir auch oft bestätigt, dass das nicht so ist und dass das wohltun ist. Aber jederlich sein Messladen anders. Ja. Und wenn halt jetzt, ich habe einmal ein Pointen, wo ich einen Schwulen spiele, natürlich, dass man den erkennt, muss er dann auch ein wenig tundig klingen. Und da sagt er halt sowas. Ja. Da sagen manche zu mir, du bist aber mutig, dass du sowas sagst. Sag ich, nein, diskriminierend wäre, wenn ich bloß nicht machst, auch, Heterosexuelle verarschen würde und die außen vor lasse. Dann würde ich sie diskriminieren.
indem ich sie ignoriere. Fehlt uns nicht allen ein bisschen, also habe ich das so das Gefühl, manchmal ein bisschen der Humor? Ja, also man wirft ja den Franken vor, ja? Wir werden ja Deutschland, Welt, global, intergalaktisch gesehen jetzt hier, das Internet macht es möglich. Ja. Aber den Franken sagt man, wirft man vor, wir gehen zum Lachen in den Keller. Du bist jetzt das Gegenteil, der Beweis, also zumindest geht man in den Keller, wir sitzen ja gerade im Keller, ja, und lachen da. Verdammt, wir gehen schon lange in den Keller. Also gut, okay, also beweist es wieder. Aber fehlt uns generell da nicht so ein bisschen der Humor? Also so ja, wirklich gesellschaftlich. Ja, klar. Einfach einmal die Unaufgeregtheit, diese künstliche Empörtheit über alles. Also da fällt ja echt nichts mehr ein. Ja, doch, die Kinnladen fällt mir runter manchmal. Ja, genau. Wenn dann diskutiert wird über, ja, da will ich ja nicht einmal irgendein Beispiel sagen. Ja. Aber na, ja. Es fehlt uns ein wenig diese galante Art eines, wenn es auch ein Bayer ist, den ich jetzt als Beispiel nennen muss, eines Franz Beckenbauers, der sich einfach in der Pressekonferenz hingeguckt hat, wo sie ihn ein bisschen anschießen wollten, weil er jetzt mit seiner neuen Lebensgefährtin da ein Kind in die Welt gesetzt hat. Und wenn er reagiert hätte wie andere Leute, ja, die sagen, das geht sie überhaupt nicht an, da haben sie überhaupt... Ja, dann hätten sie ihn zerrissen, hat sie hingeguckt und gesagt, du Herrgott, der freut sich über jedes Kind. Ja, und entspannt und keine, und es hat gepasst. Und alles ist gut. Ja, ja. Also das fehlt uns schon ein wenig, glaube ich. Aber wir Kabarettisten und innen. Da haben wir es wieder. Irgendwo ist es da auch schon eingebaut. Wir halten die Fahne schon ein wenig und eine gewisse Freiheit. Die Fahne des Humors und eine gewisse Freiheit. Und ist halt so. Ja, als man die Altenhäuser Feuerwehrkapellen mal da versucht hat, an die Wand zu nageln. Es ist Fasching. Und wenn es nicht gefällt, der soll nicht hin. Und er braucht auch nicht Anschauer. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Und der Fasching ist daraus entstanden im Übrigen. Die Schembad-Gesellschaft, die übrigens in Nürnberg, ja, also die Nürnberg eigentlich die Wiege des Faschings, die konnten nur in der Faschingszeit die Oberen, das Militär, verarschen. Und so ist es gekommen. Und wenn man dann die Oberen verarscht, dann ist es plötzlich politisch unkorrekt. Also das ist doch... Widerspricht sich ein bisschen. Beißt sie die Katze in den Schwung. Ich habe letztens in der Sendung gehört, die Steuer- und Steuerinnenzahler. Und da habe ich kurz gedacht, okay, das ist spannend. Jetzt habe ich gar nicht... Aber gut, man muss nicht alles verstehen. Fasching, Stichwort. Ja. Fasching, ja. Wir sind gerade so mit der närrischen Weinprobe, da bist du im großen Fernsehen zu sehen. Ja. Spannende Aufzeichnungen immer und glaube ich mittlerweile ein Wahnsinnsteam, oder? Dort, also man kennt sich ja dann doch. Ja, es wechselt bei der närrischen Weinprobe im staatlichen Hofkeller der Residenz zu Würzburg. Ist schon auch immer ein wenig ein Wechsel. Ja. Es ist ein gewisser Stamm, aber kommen auch immer wieder neue Gesichter. Und das macht spannend und das ist schön. Ja, und da darf ich heuer wieder dabei sein. Am 13. Januar Abend im Bayerischen Fernsehen. So, wenn ihr schon jetzt sagt, ah, oh, das ist schon längst vorbei. 2023. Mediatheken reingucken, ist es immer zu sehen. Kann man auch im Hochsommer anschauen übrigens. Das ist funktioniert. Immer funktioniert. Du dürfst aber eigentlich immer vorher, das ist schon ein bisschen so knibbelmäßig, ne? Du darfst nichts verraten, was das ist. Ich meine, ihr schreibt ja auch Mails vorher. Dass ich dabei bin, darf ich schon verraten. Okay, das gut. Hat die RZ selber in der Pressemeldung geschrieben. Also insofern brauche ich da nicht bremsen. Michel Müller, der ich, moderiert von Martin Rassau, jawohl, und Nicole Komödie. Thien. Und wer sonst nur dabei ist, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Muss mich überraschen lassen. Am nächsten Wochenende soweit. Und dann wird's spannend. Ja. Ich wäre jetzt schwer enttäuscht, wenn ich dich nur mit einem Liedler gehen lassen würde. Ich bereite mich jetzt auf den Ratzfatz-Satz vor. Das sind so spontane Satzenden für dich dann. Ja? Mhm. Eigentlich müsstest du dich vorher, das kannst du jetzt schon wieder lesen. Ne? Nein, ich wusste gar nicht, dass da was drauf ist. Du kannst da meine Handschrift überhaupt Ratzfatz? Nicht lesen. Ratzfatz heißt, ich mache einen Satzanfang. Mhm. Und du halt, ne, weil du ja spontan bist, hast behauptet, machst den Satz zu Ende. Okay. Aber da gehst du jetzt nochmal musikalisch in dich. Ich habe keine Ahnung, vorher was soll ich noch... Lidl freilich. Oder machen wir Abschlusslidl? Wir können auch Abschlusslidl machen. Nein, ich mache ja wir machen Abschlusslidl, komm. Ich mache Abschlusslidl. Ja, aber ich muss mir nur überlegen, was.
Das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Also gut, dann weiß ich, was ich. Normalerweise ist der Ratzfatz-Satz immer das Schwierigste. Beim Sven ist es jetzt so, dass das... Oh, welches Lied spiele ich das Schwierigste? Muss ich in meine Kamera schauen, hast du gesagt, dass ich bei dir nicht auf den Zettel schaue. Da muss so ich in die genau. Kamera schauen. Ja. Ich schalte wieder auf mich, weil ich den Ratzfatz-Satz jetzt mache. Ich bin gespannt. Achtung. Digital ist für mich... Herausforderung. Ich möchte wirklich gern einmal... Boah... Im Stadion sei, wenn der Club Deutscher Meister wird. Wie alt willst du werden? Okay, keine weiteren Fragen. Hochdeutsch muss man können, aber mit Dialekt. Wird es persönlicher, es lässt sich verorten. Man zeigt seine Visitenkarten, wo man her ist. Es ist einfach was ganz anders und nicht so neutral und steril. Ein Dialekt hat immer was Feinfühliges. Dauert jetzt noch 2,5 Stunden, wenn ich ihn nach seinem Lieblingswort im Fränkischen frage. Das gibt wahrscheinlich 100 Millionen, oder? Gibt es eins? Oder zwei? Zwei, eins, zwei. Es gibt so schöne fränkische Worte, die man einfach zelebrieren kann. Das ist zum Beispiel brillant, Kolli. Das so maulvoll L. Ja. Was auch immer schön ist, ist so wegen dieses fränkisch Staccato, ne, wie bei Straftäterdatei. Das ist auch schön. Ist auch schön so. Ja. Es gibt schon schöne Wörter. Wichtig ist, man muss halt richtig, wieder richtig nehmen. Ne. Es gibt welche, die einfach Dialekt reden wollen, es aber nicht kennen oder es vielleicht schon phonetisch hinbringen, aber. Dialekt grammatikalisch. Ja. Die Seele fehlt. Und das ist beispielsweise mit. Day und die. Der Franke sagt nicht immer day. Der Franke sagt day, wenn das Wort durch diese ersetzt werden kann. Wenn das Wort ein ganz klares die ist und nicht durch diese ersetzt werden kann, bleibt der Franke auch bei die. Und da hörst du halt dann schon von manche einmal day no bei allen day song. Dann sind sie nicht komplett original. Oder das Fei ist sehr, sehr schwierig einzusetzen. Na, das Fei, ja. Kommst du alleweil? Ja, wir schon. Aber wenn jetzt so jemand, also Stiefvater ist aus Düsseldorf. Mhm. Der versucht seit Jahren, das Fei richtig einzusetzen. Sorry dafür, ich muss dich jetzt outen. Ja. Und dann sagt er irgendwie, das Fei kannst du nicht machen. Da denke ich mir, das ist ja völlig. Ach so, das ist ja Verstärkung eigentlich. Ja, stimmt, das kannst du eigentlich doch nicht. Das kannst du voll nicht machen. Aber wie willst du das erklären? Ja, das muss halt rauskommen. Das ist. Das soll jetzt dann nie einen Dialekt nachmachen, wenn jemand da ist, der den Dialekt beherrscht. Weil der wird immer Feinheiten raushören, wo wir nicht raushören. Und darum soll jeder sein, wo er reden, wer er mahnt. Und ich habe jetzt eine Aufgabe noch für dich. Ja, komm, nur mal so. Das mahne. Nein. Ja, das kommt noch einmal. Also, es kommen, das ist immer schwierig, weil ich immer sage, deine berühmten letzten Worte. Dann sage ich immer noch, deine berühmten letzten Worte im Podcast. Also nicht, dass der denkt, der müsste dann noch... Hättest du mir mal vorher reingestellt darauf, auf deine Dinge. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja gerade das Schöne. Aber du hast jetzt noch die Vorbereitungszeit, während du quasi ein Lied spielst. Ja. Musst du schon im Hinterstübli analog denken, ach Gott, was sage ich, ein weltbewegendes Fränkisches was Ende. Dann mal, wo dann irgendwann einmal in die Zeitschriften ist, wo es hast in Klammer Zitat von... Nein, eigentlich kommt oben das Zitat. Und dann in Klammer, Sven Bach, Philosoph. Boah. Fränkischer Mundartphilosoph. Boah. Ja? Allmächtig. Aber die erste Aufgabe war erst einmal ein Lied rausfinden. Bin sehr gespannt. Ich muss immer anschauen, dann sehe ich mir da die Falten nicht so neu. Ja, ich könnte auch, warte mal, ich könnte unterstützen von hinten nach unten sehen. Das wäre ich. Oder wir machen es einfach weiter weg. Schau mal zu. Hat er arbeitet. Was hört man? Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich meine, ich singe mal eins von meinen neuen Lieder, wo ich gemacht habe in der Corona-Zeit. Da habe ich mal alles so, ja, die Leute fragen oft einmal, wie kommst du zu deiner Wahl? Hast du ja vorhin auch schon gefragt. Ich habe in Corona-Zeit gehabt daheim und da habe ich alles, was ich an Ideen gehabt habe, mal auf Zettel geschrieben. Und aus den Zettel habe ich Heifler gemacht, dass ich ein wenig thematische Heifler habe. Und dann habe ich gesehen, dass da einzelne Zettel Allah rumliegen. Und das haben wir ja in der Schule schon gelernt. A Zettel Allah ist kein Heifler. Wohl wahr. Und drum habe ich dann die Nummer und alle auf ein Heifler gelegt. Und aus dem Heifler habe ich dann ein Liedler gemacht. Und das heißt zur Blade War, weil es lauter Blade War ist. Und dann war der Refrain auch schon fertig.
Also, meine Damen und Herren, Sur Blady War heißt übersetzt, wenn ihr uns jetzt gerade irgendwo in Kiel hört, ja. Bin ich gespannt, wie es du War übersetzt. Das ist schwierig, ja. So eine schwierige Angelegenheit. Ja, Sache. Ding, War. Begegnung. Blady War halt. Blady War halt. Also, Mehrbereichsbegriff. Untertitel blenden wir irgendwann ein. Sacht. Das ist ein völlig falsches Lied. Ist, ja. Aber ich freue mich total, dass es dir auch so geht. Ich habe jetzt ein Vorspiel von einem anderen Lied gemacht und dann einen Text von wiederum anderen. Ja. Es ist schön. Ja. Wunderbar. Vorspiel ist Vorspiel, weil aber jetzt in die Kamera reingeschaut. Mein Nachbar hat zwei Hasen, eine und zwei, weil wenn er einer stirbt, hat er alleine zwei. Zur Blady War, zur Blady War, ja hast du nicht schon sowas gehört, zur Blady War. Wird nicht besser, gell? So wird er gleich. Ich rechne fest damit. Ja. Ein Fuchs, der ist fei schlau und stellt sie meistens stumm. Doch bei so manchen Preisen, da ist grande Schrumm. Zur Blady War, zur Blady War. Ja, hast du nicht schon so was gehört, zur Blady War. Meine Frau will auf Venedig mit der Gondel fahren, echt wahr. Doch dass die gar kein Berg haben, das ist ihr scheinbar nicht klar. Zur Blady War, zur Blady War. Ja, hast du nicht schon sowas gehört, zur Blady War. Na, nicht besser. Nein. Beim nächsten Lied sagen wir es, die Frauen sagen zu den Männern. Das heißt, hast du jetzt da gehört, hast du das mitgekriegt, das Weber und der Hammer, hast du das so aufgepasst, der Tinder das auch noch. Und die Männer, die sagen meistens, ja. Meine Frau ist immer anderer Meinung, doch ich kann ihr nicht recht geben, weil neulich hatten wir zwar noch alle zwei daneben. Zur Blady War, zur Blady War, ja hast du nicht schon sowas gehört, zur Blady War. Man ahne, ich lauf besser, seit mein Barbrochen ist gewesen. No wünsch ich, der soll der Gehirnerschütterung erleben. Zur Blady War, zur Blady War. Ja, hast du nicht schon sowas gehört, zur Blady War. Und da mache ich die Ausnahme, da kommt dann ein politischer Vers. Politik lasse ich normalerweise raus. Ja. Aber das ist dafür für den Herrn Söder, oder? Ja, nein, das ist nicht für den Herrn Söder. Generell politisch. Nein, es ist schon für jemand. Aber vor 3 Jahren ungefähr war ja da in Amerika wegen was los. Und das war Notwehr. Nee. Ja. In Amerika sagt der Lehrer, bis 100 zählen jetzt mir. Und du dummer Donald, du chippst halt ganz oft bis 4. Zur Blady War, zur Blady War. Ja, hast du nicht schon so was gehört, zur Blady War. Aber weißt du was, wenn ich noch mal treffe, ne, den Herrn Trump, ja, dann würde der wahrscheinlich zu mir sagen, ey, machen Sie, ne, da war ein Staatspräsident, ey, so geht es nicht. Und dann würde ich sagen, oh, Herr Trump, da kriegen Sie nur einen Fersch von mir. Ne? Und dann würde ich aber... Und dann kommt der hier. Ja, der kommt dann. Der kommt dann. Wenn's du jetzt mein Geld hättest und ich hätte einen Geist, na, hätten wir beide nix. Ich will bloß, dass das weißt. Zur Blady War, zur Blady War. Ja, hast du nicht schon sowas gehört, zur Blady War. Ja, da gibt es ja nicht bloß irgendwelche Politiker, wo wegen einem Mist verzapfen, sondern auch im Privaten jemand oder im Beruflichen. Niemals, oder irgendwo. Niemals, ja. Niemals. Und dann kannst du bloß am Schluss, musst du immer versöhnlich werden von so einem Lied, ja. Und da kannst du dann versöhnlich am Schluss noch singen. O Herr, schmeiß Hirn vom Himmel, weil du der Beste bist. Von mir aus schmeiß a Stane, die Hauptsache ist, du triffst. Zur Blady War, zur Blady War. Ja, hast du nicht schon sowas gehört, zur Blady War.
Jo. Und so sowas entsteht, liebe Kinder und Fortgeschrittene, geistig Mitdenkende, wie auch immer, manchmal denken die Kinder weiter als wir Erwachsenen. Ja. Einzelzettel, einfach aufschreiben, Zettel Ideen da. Und dann kann sowas draus entstehen. Zettel da, Heifler machen, passt. Ein Traum. Jetzt wollte ich meinen Satz, was hast du gesagt, was für einen Satz nochmal überlegen? Berühmte letzte Worte von Sven Bach in deine Kamera, die ich speziell für dich hier aufgebaut habe. So. Wennst vor die Leid retzt, darfst nie vergessen, dass selber zu die Leid kannst. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. She got me going round and round. She got me going here and there and everywhere. Upside. Weitere Folgen findest du hier.